Hallo und willkommen zurück zu Wasteland 3. Wir werden jetzt zu Aspen rüber oder Aspen oder wie man es immer aussprechen will, wo der Sohn oder einer der Söhne vom Buchanan ist. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Das alte Shire-Sor war früher der beliebteste Ausflugsort für die 100 Familien. Das war, bevor der psychotische Victory Buchanan und seine Truppe drogensüchtiger Atmer auf dem Kreuz sind. Auf geht's. Und das ist das aus der Alpha. Da ist man hier mit dem Fahrzeug und da muss man erstmal reinkämpfen und da hat man mehrere Gebäude. This is Corporal Riley Woodson, Team November, out of Arizona. Broadcasting on all Desert Ranger channels. Does anyone read me? Woodson, bist du mit General Wade Woodson verwandt? Wir hören dich. Woher wissen wir, dass du der bist, der du zu sein vorgibst? That's Ranger suspicion, if I've ever heard it. Okay, listen up. I don't have much time here. My guard's in the can. Vic Buchanan, the Patriarch's crazy-ass son, is holding me and my team captive. He's making me listen to radio frequencies for trouble. Doesn't know I've been watching Ranger frequencies too. You need to come get us. But be careful. Wie hast du den Angriff am See überlebt? We got lucky. I guess. The attack broke up the ice, forced us onto the shore. We couldn't help, couldn't retreat. Only thing we could do was drive back towards Aspen. And hope they had a working radio. Guess that part worked out at least. Bist du verletzt? Hell yeah. Badly. Don't worry about it. We don't have much time here. Verstanden. Welche Gefahren erwarten uns da oben? It's bad up here. Worse than you can imagine. Vic and his people are insane. Remember that. Understand that. They butchered people or burned them alive and laughed about it. And I'm not exaggerating when I call his people insane. Breathers, he calls them. Constantly breathing crazy gases from their tanks. They're crazy and dangerous. Nearly everyone up here will kill you on sight. So take it slow and keep an eye out for supplies you can use. Hilfe ist unterwegs, Corporal. Good to hear that. We begin by on hope for a long time. Okay, Psychopath ist klar, aber ich hatte noch... Aber ich hatte noch eine andere Quest. Ein Stückchen Hölle auf Erden. Riley Woodson möchte, dass wir sein Ranger-Team und die Mitglieder der 100 Familien retten, den Little Hell von Victory Buchanan und den Artmann gefoltert werden. Wenn wir die Ranger-Geiseln retten wollen, müssen wir einen Weg finden, die Zugbrücke zu senken, die uns den Weg versperrt. Und dabei darf ich nicht alle umbringen. Doch. Naja, da habe ich hier so auch gar keine Wahl, also. Na gut, dann wollen wir mal. Ist wahrscheinlich ein bisschen limitiert, was sie da erreichen kann. Making our presence known and cut short. Ach, das ist ein Flammenwerfer. Okay, nehmen wir erstmal das Fahrzeug. Na, alle kriegen wir nicht. Aber
Die drei sind auch schon okay. Ja. So, dann müssen wir auf jeden Fall den hier wegpusten. Eventuell kann ich den aber auch den Tank explodieren lassen. 33% Chance. Na, leider nicht. Keine Ahnung, ob das hier ein Sniper ist. Okay, dann müssen wir einmal den hier machen. Gereicht hat das leider nicht. Der kommt an nichts mehr ran. Hier. Auch alles außer Reichweite. Wir können den töten. Oder den vielleicht töten. Na, mach mal den. Na. Na, dann hoffe ich mal aufs Beste. Was? Und die anderen wollen nichts machen? Na, ist ja mal ein bisschen sehr bescheiden. Quasi im Eimer. Und ja, dafür keine Punkte gebraucht. Noch. That is how it's done. Hiya, Rangers! I heard Daddy told you to call on me. Gosh darn great to meet ya. We're rolling out the red carpet for you. Ja, das war natürlich jetzt ein bisschen ein sehr bescheuerter Kampf. Willkommenshüttenschlüssel. Auf diesem kleinen Schlüssel steht Willkommenshütte. Oh, da war ein Flammenwerfer, glaube ich. Atmertank, er ist leer. Keine Träume für dich. Okay. Looks to be operated electrically. Aspen Radiowerbung 2. Goldklumpen. Wow, yeah, es gibt Gold in den Hügeln.
Eine alte Kassette. Auf einem hastig bekristelten Etikett steht: Nicht senden. Summit Ski Lodge and Resort Ad, take one. Go ahead, Mr. Torrance. Yep, experience the pinnacle of luxury at the... Luxury? Ha, they're kidding, right? I've been in that place, and let me tell you, it ain't been luxurious since Liberace was knee-high to a candelabra. The lobby looks like the snack bar to drive in, and the room had lime green carpet and orange walls. Orange! Mr. Torrance, we only have you booked for, like, half an hour. And the food? Prawns and aspic? Lobster Newberg? The whole menu looked like it had been cooked 30 years ago, and tasted like it had been heated up 30 minutes ago. Mr. Torrance. Alright, alright. It's not me who's gonna get sued for false advertising. Let's go, take two. Da kann ich mich jetzt allerdings nicht dran erinnern. Oh, Schloss knacken. Militär, Mitarbeiter-Launch, Schlüssel. Dieser abgenutzte Schlüssel trägt die Bezeichnung Mitarbeiter-Launch. Irgendetwas sagt dir, dass er den größten Teil seiner Geschichte damit verbracht hat, an den seltsamsten Orten verloren zu gehen. Melodica Atemgerät. Dieses Instrument wird normalerweise gespielt, indem in einen Luftschlauch geblasen wird, der mit dem Tastaturgehäuse verbunden ist. Jemand hat das Innere durch einen Aktivkohle-Innenraumfilter ersetzt, um gereinigte Luft aus dem Schlauch einzuatmen. Es macht aber immer noch Musik. Sehr, sehr schön. Okay, da haben wir sonst nichts mehr. Also müssen wir auch in das Haus rein, um den Strom anzumachen. Der wartet schon drin. Oder? Ist er da unten? Der wartet da unten, okay. Da ist ein Händler. Aspen Radiowerbung 1. Eine alte Kassette mit der Aufschrift Aspen Radiowerbung. Experience the pinnacle of luxury at the breathtaking Summit Ski Resort and Lodge. Board our motor coach in downtown Aspen for a secluded mountain getaway in one of our cozy rustic cabins. Spend the day on one of our private slopes and then retire to our Swiss-style chalet for an après-ski cocktail or a warm cup of cocoa. Enjoy live music at the Edelweiss Lounge or unwind in our indoor pool and sauna. Ski season is almost here, so book your stay today at the Summit Ski Resort and Lodge. Mm-hmm. Please don't let him find me. I can't believe you're here. I thought I was gonna have to make a run for it or eat my own fingers or something. Name's Opie. I've been hiding in there since Vic and his crazies rolled through, eating the food saved up for my trip home, listening to the screams, hearing weird sounds, wondering where they'd, you know, find me and kill me. Was für seltsame Geräusche? Like breathing, slow and steady with clicks and whistles in it. I caught a glimpse of some skinny, long-clawed thing. Ihr seid jetzt in Sicherheit? Warum habt ihr nicht gekämpft? Ihr seid weggerannt. Ihr seid jetzt in Sicherheit. It's good to hear that. I ain't never been no fighter, buddy. Not like you bunch. What are you, Mercs? Wir sind die Desert Ranger. You what? Herumgestiegen. Er zwinkert. Wow! I mean, I heard of you, of course, but I thought the lot of you were out in Arizona. Anyway, glad you're here, buddies. I'd be dead otherwise. Anyhow, I'll be here while you take care of these punks. If you, you know, got any questions or goods to trade, let me know. Was hat dich überhaupt hergeführt? I'm a trader. Like I said, out of Colorado Springs. I drive back and forth sometimes, selling supplies. Good stuff, by the way. Real good stuff. I also carry messages and mail up for anyone stuck on 82 duty. I guess that's over now.
Vic and his pals have pretty much killed everyone. No one's going to be using this place for rest and relaxation for a good long time. Was ist 82-Dienst? Well, you know, how the road up here is called 82, that's part of it. But it comes from an old saying. If you say he was 86th, that means he was driven out 80 miles and buried 6 feet under. Er hält eine imaginäre Pistole an seinem Kopf und zieht den Abzug. So, 82 duty, it's like that. You ain't dead, see? You just wish you were, and you're still in the middle of nowhere. That was before, anyway. Everyone who got sent up here on 82 duty is probably 86th, good and proper. No more complaints, no more card games, no more packages for the family at home. Als Erlass und Aspen, lebt hier irgendwer? The 100 families used it for vacations, hiding away from the crowd and such. The patriarch, he'd also use it for summits and such like. Though I tell you what, he ain't been coming up lately. Kannst du uns etwas über Aspens Aufteilung erzählen? Wo könnte sich der Sohn des Patriarchen aufhalten? The bridge outside leads to the gondola. Should be a control computer for it somewhere inside. Anyway, the gondola can take you up to the summit, where you'll find the old ski lodge. Vic's probably holed up in there. Kannst du uns etwas darüber erzählen, was hier passiert ist? Not much. Not much at all. I got here just before the fight. Vic laughing and killing alongside his pals. Some weird-looking ones in strange suits with hoses and such. Habt ihr was zu verkaufen? Oh, sure, buddy. Yeah, here you go. Aha, ein Buch. Camping-Spaß für Pfadfinderwelpen. Erhöht Überleben. Okay, gekauft. Dann haben wir einen Bärenanzug. Ja, komm, kaufen wir auch. Glockenschlag. Waffenmod. 10 Waffenmodifizierungen. Gekauft. Was haben wir hier noch? 7 Stärke, 7 Nahkampf. Helm. Ja, ist zwar nicht verkehrt, aber das ist auch alles mehr oder weniger Standard. Okay. Mhm, vielen Dank. Neues Aussehen, Bärenanzug. Und hier haben wir noch ein Ding. OP überlebt. Die Worte "im Todesfall abspielen" sind in grober Blockhandschrift auf das Kassettenetikett geschrieben worden, nur um später von jemandem wieder durchgestrichen zu werden. Holy shit! Aspen's under attack! Fuckers came right out of the snowstorm and they're shooting anything that moves! Sounds like a fucking war zone out there! I don't know what the fuck I'm gonna do! I locked myself in the back room with most of my gear, but I lost my damn glasses out in the snow! I just gotta lay low and hope nobody comes looking. Been about 24 hours since the attack, I guess. Didn't get much sleep. Shooting stopped mostly, but I can still hear screams up by the lodge. Awful sounds. It's been 3, maybe 4 days now. Quiet out there. Most everybody must be dead. I got enough food for maybe another day if I stretch it. After that, I don't know. Wait, something's happening. Oh, please, God, let it be the marshals. Das war ich. Okay, das war's hier. Schöner Computer. Dann wollen wir mal Arznei und ein Stolperdraht. Den werden wir erstmal entschärfen. Verwaltungsbüro-Schlüssel. Auf diesem Schlüssel steht Verwaltungsbüro. Okay. Muss ich mal aufschreiben. Aspen. Computer. Nerd. Moment. Nerd. Kram. 6. Ah,
schon ein bisschen blutig. Ranger, Stern eines Veteranen. Harter Hund plus 1. Dieses glänzende Ranger-Abzeichen ist Symbol der Hoffnung in schwierigen Zeiten. Mhm. War das einer von meinen Leuten? Schwerer Maschinenturm. Ah, und den könnte man darüber deaktivieren. Naja, okay. Das wird schon so. Jetzt weiß ich nicht, ob man da durchschießen kann. Also ob das wirklich eine Deckung ist. Ich werde es mal drauf ankommen lassen, wenn ich dann gleich mit dem eröffne und der nicht schießen kann, dann weiß ich, dass es nicht geht. Wie sah das aus? Er hat ja sowieso schon dieses Supergewehr. Kann ja noch was drauf bauen. Für die 10er, ja. Ne, ich meine, da muss ich eigentlich das Beste drauf bauen. Ich muss diese Fähigkeit dann mal noch ausbessern. Und dafür das Buch verwenden. Ja, dann werde ich das jetzt auch mal als gegeben hinnehmen, dass ich die behalte. Wenn die dann doch noch die Gruppe verlassen sollte, dann ist halt dumm gelaufen. Ja, lesen. Waffenmodifizierung. Genau. Was ist das? Radarschild. Wieso habe ich davon 3 Stück? Das scheint mir aber ein bisschen falsch zu sein. Jedenfalls können wir das hier modifizieren mit dem besten Kram. Kritischer Schaden und Trefferchance wird reduziert. Es ist aber trotzdem okay. Dann erhöhen wir die Trefferchance mit was anderem. Genau. Ach, das ist auch Unterlauf. Dann tauschen wir die aus. Dann machen wir das so. Damit wird die Reichweite gesenkt, was nicht so cool ist. Aber die können wir dann mit was anderem wahrscheinlich wieder verbessern. Schleichangriffsschaden plus 30%. Hm. AP für Angriff. Da gibt es aber, glaube ich, nur... Ja, nicht viel von. Das wäre auf jeden Fall ziemlich krass. Aber... Ja, wo soll man das reinstecken? Das macht eigentlich bei der Waffe noch am meisten Sinn. Oder? Nee, eigentlich für ihre Pistole oder so macht es am meisten Sinn. Irgendeine Waffe, wo man halt wenig AP braucht, um das noch auf weniger zu reduzieren. Um halt davon möglichst oft wirklich zu profitieren. Und das hier ist alles Unterlauf. Hm. AP zum Nachladen. 1. Also eins mehr, ist eigentlich dann ziemlich egal. Wobei 8 Schuss auch irrelevant sind. Das hier ist eigentlich für so eine Pistole ganz gut. Hm. Naja, machen wir einfach erstmal nur so.
Die Pistolen sind jetzt noch nicht so gut, dass wenn ich da was reinbauen wollen würde. Da kann ich allerdings das mit dem Schleichschaden. Was, wo war denn das? Das war das erste. Da habe ich eine Billiglauf reingesetzt, genau. Bauen wir das da rein. Zielfernrohr. Kritische Chance plus 10%. Trefferchance 10. Kritischer Schaden plus 0,3. Trefferchance minus ist natürlich auch nicht so gut. Magazingröße plus 8. Das ist gut. Das auch noch rein. Das könnten wir eigentlich auch noch reinbauen. Aber die Trefferchance minus 5% ist halt ein bisschen doof. Das gefällt mir nicht. Dann mache ich mal nur das hier rein. Ja, komm. So. Okay. Speichern. 1, 2, 3, 4. Wir haben noch hier wen? Fehlt da noch einer? Da, okay. Stelle ich mal hier hin. Und dann gucken wir mal, ob wir das anfangen können. Fangen wir mit dem an. Ja, und es hat die Fähigkeit wieder nicht funktioniert. Die Turret muss auf jeden Fall weg. Okay, wir können erstmal einmal noch hiermit schießen und das aufladen. Obwohl, die Turret kann ich eventuell auch übernehmen. Ja, machen wir hiermit. CPU 75%. Ja, okay, wunderbar. Der kann eh nur den angreifen. Hat nicht ganz gereicht, sonst hätte ich noch mit der Panzerfaust schießen können. Okay. Der ist zu weit, der auch. Dann benutzen wir die Fähigkeit einmal. Die hat nicht funktioniert. Super. Das ist schon etwas nervig. Ein AP. Naja, okay, dann kann er halt nur zweimal schießen. Ja, und der Rest muss abwarten. Na toll.
two. Okay, aufkratzen. Was ist Reichweite? Da kommen wir auch nicht raus. Okay, dann. Dann macht er das. Mache ich mal nicht auf den Flammentank, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn der hier direkt vor mir explodiert. Außer Reichweite. Kann also sonst noch nichts mehr machen. Batsch, butsch. Kaputt. Dann bleibt nur noch der Turm übrig. Dann laden wir da jetzt noch Fähigkeiten auf. Meine Viecher haben aber jetzt auch nicht angegriffen. Also da war auch die KI jetzt nicht die hellste. So, der ist voll. Geschenkeladen-Schlüssel. Auf diesem Schlüssel steht Geschenkeladen. Mhm. Naja, okay, das war ja dann insgesamt auch nicht so viel hier. Da ist ein Toaster. Vergoldeter Nichromdraht. Diese Spule aus Nichromdraht, das Heizelement für einen nicht gebauten Toaster, ist mit einer Goldlegierungsschicht umwickelt. Aha. Toast. Einfach eine verbrannte Scheibe Brot ohne Butter. Mhm. Essen, um 100% Konstitution wiederherzustellen und 90 Züge lang ein AP zu erhalten. Verursacht gut genährt. Ein ziemlich guter Buff. Willkommen zur Brückenkontrolle. Also, hallo Operator. Brücken, Kränen überlegen. Bitte den Befehl über die Tastatur eingeben. Aktuell verfügbar. Senken, Info, schließen. Info. Sie nutzen die vereinfachte Brückenkontrolle 083 Operator. VBK wurde für ihren Komfort und ihre Sicherheit entworfen und erlaubt ihnen volle Kontrolle über ihre lokale Brücke. Sicher, robust, besser als ein Kran. Senken eintippen. Zufällige Tasten einhämmern. Ne, senken eintippen. Verstanden, Brücke wird gesenkt. Achtung, Befehl anheben deaktiviert. Widerruf durch Administrator steht aus. Mhm. Hightech.
Ein fröhlicher Anblick aus sehr traurigen Opfern. Rangers, this is Corporal Woodson. What's going on down there? I'm hearing a lot of foot traffic up here. Sounds like they're sending a squad of breathers down the gondola. Wir haben ein paar Atmer erledigt, die sich in einem Ressort verschanzt hatten. Sounds like you made it past their initial defenses. But I suspect they're setting up an ambush further ahead. You'll have to fight your way to the gondola. The old ski lift that can take you to the summit. Wir sind bereit. Verstanden, irgendwelche Ratschläge für uns? Yes, actually. I picked up some chatter that might help. Word is there's some breathers trying to retrieve a weapons cache from a bunker. Seems they tripped some kind of 100 family defenses. I don't know where the bunker is exactly, but it should be across the bridge. If you can take out those breathers and get those weapons, I'm sure they will come in real handy once you get up to the gondola. Danke für den Tipp. Wir sehen uns bald. Alles klar, Corporal. Durchhalten. Wir sind unterwegs. Good luck, Rangers. We're counting on you. Set yourself free. Oh, 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 oh. Ja. Bitte nicht reinlaufen. Atme. Na doch, da kann ich mich wieder dran erinnern. Ja. Bitte. Looking for the way out, Rangers? Well, well, well. Like I tell all my guests, if you've got what it takes, you can leave anytime you want. Just follow the sign. Genau, hier ist, zeigt ein Pfeil hin, aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Mehrere Gebäude in der Nähe scheinen brandneu zu sein. Die Atmer haben wohl einen Bauboom unterbrochen. Mit wem habe ich jetzt hier einen Kampf angefangen? Hoffentlich sind da jetzt keine Leute, die irgendwie durch die Wand schießen. Die Links sind auch nicht im Kampf verwickelt. Caught 'em blind. Patsch. Jetzt ist er auch im Kampf. Der Rest kommt aber nicht hin. Hoffe ich einfach mal, dass meine Viecher überleben. Superior positioning!
Aha. I'm exposed. Und hat mal schön den eigenen angezündet. Aber den Flammenwerfer-Typen sollte ich wohl auch. Schöne Treffer. Oh. Den sollte ich wohl sehr schnell erledigen. Von hier, okay. Okay. Machen wir mit dem hier weiter. Quatsch. Haben wir noch die beiden Typis da oben? Kann die von da aus schon was? Nein, kann sie nicht. Gern 40. Ja, wird war ein Versuch wert. Federico calling. Come in. Silence. Prepare the guns. Dahin. Ja, die kann einmal sich hier was reinjagen. Okay, das war sogar ziemlich gut. Aber dann warten wir noch eine Runde ab. Aha. Oh. Die können irgendwie gar nichts gegen die Tiere. Die haben überhaupt keinen Schutz. Da kommen die Tiere aber nicht hoch. Oh, doch. Und auch vergiftet. Aha. Na komm. So. Die ist zu weit weg. Ah, das wollte ich nicht. Ja, da würde so oder so in die Seuche laufen. Ja. Hilft ja nix. Jo.
Vielleicht kriegen wir die Deckung kaputt. Ja. Und jetzt können wir hier den. Mhm. Und den hier noch. Aber tot ist er noch nicht. Jetzt ist er tot. I'm hearing a heck of a lot of shooting. Hope you're all making friends down there. Ja, das lasse ich wohl abticken. Was ist das? Offener Zylinder. Zehn Sprengstoffe. Der hat doch 10. Naja, eben auch nicht, weil Dings. Okay. Der ist aber nicht mehr. Doch, der ist immer noch vergiftet. Okay. Dann werde ich hier mal eine Runde heilen. Und kann auch nochmal den Stufenanstieg machen. Nehmen wir hier Glück. Dann haben wir hier 7 Punkte. Boah, harter Hund. Ist ja jetzt nicht viel anderes übrig. Und da haben wir auch eigentlich nichts mehr. Ausweichen. Ja, dann nehmen wir das halt. Ist nicht gestiegen. Hier ist gestiegen. Ja, machen wir auch Intelligenz. 18 Punkte. Ja, kann ich ja eigentlich auch Sprengstoffe lernen. Lesen. Da werde ich mich damit anfreunden müssen, dass da auch nicht mehr viel mehr kommt mit Charakteren und so. Ja. Fertigkeiten. Die will ich jetzt trotzdem noch nicht verbrauchen, weil das bleibt. Den werde ich trotzdem, wenn ich noch irgendwen dazu bekommen kann, den werde ich austauschen. Mach mal hier Geschwindigkeit. Da haben wir auch gar nicht so viele Punkte. Ausweichen ist da, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Und den haben wir nochmal. Geschwindigkeit. Da machen wir nichts. Was war das? Toaster haben dich viel über Thermodynamik gelehrt. Feuerschadenbonus, das macht bei dem überhaupt keinen Sinn. Achso, und heilen wollte ich ja auch noch. Einmal Regal. Zweimal Regal. Dreimal Regal. Thanks.
Thought I was done there for a sec. Zementmischer. Das getrocknete Blut auf diesem Zementmischer weist auf fragwürdige Baupraktiken hin. Na, mach auf. Waffenkiste. Reparieren. Schöner Windows 95 Sound. Hallo Operator, vereinfachte Kransteuerung steht zur Verfügung. Bitte den Befehl über die Tastatur eingeben. Aktuell verfügbar, anheben, Info, schließen. Info. Vereinfachte Kransteuerung 083 wird verwendet. Operator, um Komfort und Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, wird VTS jeden potenziell gefährlichen Befehl widerrufen. Es war nie einfacher, einen Kran zu bedienen. Anheben, eintippen. Befehl wird verarbeitet. Vorgang gestartet, Kran wird angehoben. Achtung, Befehl senken, deaktiviert. Widerruf durch Administrator steht aus. Falle entdeckt. Todessieb ist ja ein toller Name, war Stufe 6. Waffenmod. Schaden plus 8, aber gar nicht so schlecht. Hämoglobin. Vorarbeiterprotokoll. Dieses alte Logbuch wurde sorgfältig gepflegt und auf den vergilbten Seiten sind mit Bleistift geschriebene, teilweise verblasste Einträge zu sehen. Zerrissener Ghillie-Anzug. Dieser zerrissene Ghillie-Anzug tarnt den Träger nur von der Taille aufwärts richtig. Vorarbeiterprotokoll. März. Es waren ein paar harte Monate, in denen wir unsere gesamte Ausrüstung von Colorado Springs auf die Bergstraßen brachten. Wir verloren unterwegs ein paar gute Männer durch Unfälle. Aber wenn der Schnee nächsten Monat nachlässt, sind wir bereit, uns an die Arbeit zu machen. Noch nie war ich so weit oben in den Bergen. Aspen ist wunderschön. Muss früher eine verdammt gute Stadt gewesen sein. Bing. Kann man hoch. Und da kann man rein. Na gut. Dann ist es aber hier auch erstmal wieder genau. Ja, an die erinnere ich mich auch noch. Dann ist es ja hier erstmal Zeit, wieder einen Schnitt zu machen. Und dann werden wir das beim nächsten Mal wahrscheinlich zu Ende bringen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die das nicht vielleicht umdesignt haben, dass man da dann in eine andere Zone noch weiterfährt. Weil der meinte ja was von wegen Lift nehmen und so. Mal schauen. Also dann sage ich auch erstmal ciao und bis zum nächsten Mal.